Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale, aber kurze und mittlerweile nur noch fakultative Kampagne mit den Makedonen. Es macht mir immer mehr Spaß, mit den Makedonen hier rumzuspielen, muss ich ehrlich sagen. Einfach weil man so eine große Bandbreite an Truppen hat, mit denen man hier rumexperimentieren kann. Ich habe mir jetzt gedacht, wir greifen auch direkt im nächsten Zug Memphis an. Leute, das muss doch machbar sein. Und wir werden Memphis jetzt erstmal einfach so mit dem Equipment hier belagern. Moment mal, wir machen das mal. So, wir nehmen mal hier die zwei Pell-Tasten mit. Und dann nehmen wir die zwei Bogenschützen mit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Ja. Ja, Strategos. Ja, okay, gut, das ist doch eine ganz ordentliche Armee eigentlich, immerhin mit 6 Phalanx-Einheiten. Ja, pharaonische Bogenschützen. Die hätte ich auch gerne, dann wären die Makedonen halt echt die Überkultur. Oh, wir machen ein Denar Gewinn pro Runde, ist ja sensationell. Okay, ja, bleiben wir dabei. Also, Memphis ist hier am Start. Unser Seekrieg, der ist halt echt komplett daneben, weil uns permanent irgendwelche Bewegungspunkte fehlen. Das ist halt so sensationell fürchterlich. Aber da kann man nichts machen. So, 1, 2, 3, ja. Und wir belagern gerade Karalis, genau, das habe ich vergessen. Die Hauptstadt Karalis von... Sind es jetzt die Balearen, ne? Sind die Balearen, ne? Oder? Ich habe gerade einen Hänger. Ist egal. Ja. Müssten die Balearen sein, ne? Ich guck mal gerade auf der Karte nach. Danke nochmal, Jens, für die tolle Karte. Ich brauche sie echt permanent. Nee, Sardinien, also ist es doch, ne? Genau, Balearen, das ist da, wo Palma ist. Alles klar, okay. Gut, hätten wir das also auch geklärt. Ja, ich hatte einen kleinen Hänger, sorry dafür. Genau, hier wollten wir ein paar Bauern nach Ankara ziehen. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir da nächste Runde mal einen der Spione ausschalten. Nächste Runde könnte es nochmal eine krasse Schlacht bei Antiochia geben. Ja, es bleibt also dort zumindest spannend und Alexandria sollte sich doch nächste Runde dann, wenn wir auch den besseren Tempel haben, so langsam wieder erholen. Und dann gucken wir mal, was die nächste Runde bringt. So, die Römer scheinen dort jetzt eine Armee gelandet zu haben oder abgeholt zu haben. Antiochia hat kampflos aufgegeben, das ist ja schön. Dann werden wir die Bevölkerung ausradieren. Sehr schön. Ja, die Full-Stack-Armee kommt ein bisschen spät, Bursche. Ja, du gehst erstmal hier rüber. Die bilden wir nämlich hier fort. Dann reißen wir den Horus-Tempel mal ab. Stellen hier einen wunderschönen Zeus-Tempel hin. Oh, wir können die Bogenschützen fortbilden, ist ja geil. Machen wir das doch mal. Denkt ihr wirklich, dass er mich angreifen wird? Hoho, jetzt kommen die Ägypter hier mit einer Full-Stack-Armee nach der anderen an. Sind ja schon irgendwie goldig, ne? Die armen Ägypter. Können mir ja fast leid tun. Ja. Ja, ich weiß ja nicht. Können wir die hier direkt angreifen? Das finden wir wahrscheinlich erst im nächsten Teil raus. Jetzt müssen wir erstmal den Baubericht machen. Das geht ja immer. Ach genau, hier bin ich ja vorhin mit dem Steuersatz runtergegangen. Wir haben hier. Genau, wir haben hier diese Kavalleriestelle gebaut. Ich bin für einen eindrucksvollen Tempel des Ares. Obwohl der leider. Das ist ein bisschen schade. Moment, ich zeige euch mal gerade die Gebäudekartei.
So, also, der bringt plus 2, er bringt plus 3. Und dann bringt er hier. Ah, okay. Plus 1 Kampfgeist noch. Das ist natürlich cool. Bonus für allgemeine Gesundheit. Okay. Ach, wir haben gar keine Akademie hier drin. Echt nicht? Ach so, stimmt. Ja, brauchen wir auch gar nicht. Nee, dann bauen wir den eindrucksvollen Tempel des Ares. Oh, weiter geht's. Byzanz hat die Ratskammer fertig. Sehr schön. Ja, wir warten hier einfach noch ein bisschen. Dann können wir mit dem Steuersatz wieder etwas hochgehen. Die Mauer lassen wir erstmal nochmal fertig bauen. Athen hat aus irgendeinem Grund immer noch Verwüstung. Das verstehe ich nun überhaupt nicht, denn seht ihr es? Da, da ist nur so ein bisschen Verwüstung. Und daher kommt auch diese Unruhe vermutlich. Es ist jetzt nicht so, dass wir da einen Krieg geführt hätten, der da jahrelang gewütet hätte. Das ist echt komisch. Wir machen mal einen Test. Es gibt einen Trick, den ich euch mal kurz zeigen möchte. Den hat mir mal einer geschrieben. Ach so, das muss ich jetzt noch gerade machen, oder? Nee, es geht, müsste auch so. Ich mach's gleich, mach's gleich. Ich mach erstmal hier das fertig, so. Ja, Thermon. Denke ich. Das ist ja alles irgendwie gut. Ich glaube, dann nehmen wir die Stadtkaserne. Infanterieeinheiten können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. In Sparta könnten wir dann mal die öffentlichen Bäder bauen. Übrigens, ich denke schon, dass meine Taktik hier, keine Farmgebäude zu bauen, außer der Rodung, irgendwie gut funktioniert hat. Denn ich habe sehr wenig Probleme mit Aufruhr, ich habe sehr wenig Probleme mit Sklaven auch. Und, bauen wir hier die Holzmauer? Oder die Agora? Wir bauen erstmal die Agora. Und die Städte wachsen doch irgendwie viel kontrollierter, habe ich so den Eindruck. Also es ist nicht so, dass hier das Bevölkerungswachstum überall regelrecht explodiert, sondern es geht doch wesentlich langsamer vonstatten. Ja, dann bauen wir die Agora. Und ich habe mehr Zeit, die Städte richtig schön auszubauen. Ich habe weniger Probleme mit Unruhen. Ja, die Armeekaserne. Ich will noch ein bisschen mehr von diesen königlichen Pikenieren haben. Auch wenn das jetzt wieder relativ lange dauert. So, hier bauen wir auch den Tempel weiter aus. Sandria. Ja, genau, okay, das war's. Also hier, so. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz diese Geschichte hier an. Also, es gibt einen Trick, der funktioniert nicht immer, aber manchmal funktioniert er. Und zwar, man geht also hin, nimmt ein Charaktermodell, so wie ihn hier. Nee, ich kann gar kein Fort hier bauen. Das ist natürlich auch interessant. Also, ich bewege mich mal gerade hier hin. Die Masche ist die, man geht also auf das Feld, wo die Verwüstung ausgeht. Ja, Und dann baut Strategos. man dort ein Fort. Ich mache das jetzt mal testweise. So Verstärkt die sieht das dann Stellung. aus. Dann nimmt man da eine Einheit rein, wie zum Meine Beispiel einen Herren, Bauern. Das stoß vor. Charaktermodell nehmen wir in dem Falle Sire. nochmal raus. Der Typ hat echt ein krasses Gefolge. Schön. Stoß So, vor. nächste Runde holt man dann die Bauern da raus und dann ist die Verschmutzung, nicht die Verschmutzung, die Verwüstung in der Regel weg. Das funktioniert aber nicht immer. Aber es Mein könnte jetzt Herr, wirklich sein, dass es hier funktioniert. Ich fände es gut, weiter. aber ich glaube, Ja, wir werden Strategos, da marschieren. Probleme mit Wir haben. sitzen fest, Wir Herr. brauchen hier auf jeden Fall mehr königliche Pikeniere. Den Erwarte kaufe ich eure mir. Befehle. Ich werde sofort mit Ihnen Ja, reden. da fehlt mir ein Bewegungspunkt für. Wer hätte es gedacht? Also, das ist ja sehr merkwürdig. Also, wenn irgendwas für diese Kampagne hier Herr. charakteristisch ist, dann doch, dass ich hier Ja, Meister. ohne Probleme überall durchlaufen konnte. Spaß beiseite. Der Herr. Typ sieht aus wie 100 und ist 41. Dann kriege ich
41-jährigen Diplomaten. Also, ich glaube, in Deutschland, wenn ihr euch beim akademischen... Nicht beim akademischen, nicht weiter. Beim Auswärtigen Amt bewerbt, wenn ihr 41 seid, habt ihr schlechte Karten. 21.000, habt ihr einen Arsch offen. Ah, das sind Schwertkämpfer, ja, die sind natürlich gut. Aber trotzdem, das sind nur drei Einheiten, Junge. Heben wir das Geld lieber für was Wichtiges auf. So, Widerstände ist weg, das ist klar, Rundenbericht ist jetzt gerade wurscht. Ereignisse einer Seite. Künstler, Arespriester und Chirurg. Ah ja, gut, das sind ja die Leute, mit denen wir den nächsten Feldzug starten möchten. Befehle? Genau, und die Unnager hätte ich halt gerne dabei. Wir sitzen fest, Herr. Mein Herr? So, es wird noch eine Einheit Bogenschützen aus Korinth nachkommen. Mein Herr? Stoßt vor! Dann holen wir uns mal hier noch... Ne, Moment, wir haben genug Phalanx-Pikiniere hier unten, meine ich. Also wir haben dann... Wir sollten so drei Einheiten königliche Pikiniere... Und dann haben wir hier unten noch drei Einheiten Phalanx-Pikiniere. Das ist, glaube ich, recht gut. Das Schiff ist bereit. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Dann nehmen wir jetzt Karalis ein. Bereit machen für den Kampf. 200 Mann? Echt? Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist, aber okay. Das machen wir dann mal schnell. Dann haben wir eine weitere wichtige Siedlung eingenommen. Jetzt beginnt der. So, jetzt beschleunigen wir mal gerade alles ein bisschen. Ja, Bogenschützen am Rambock, ne? My ass. So. Bogen der Artemis. Ups. Einheiten vorstoßen. Benutzt den Rambock. Marschiert. Pikenier Phalanx. Benutzt den Rambock. Marschiert. Marschiert. Ja, der Rest ist eigentlich wurscht. Angriff. Rambock. In Ramposition. Rambock in Ramposition. Einheiten. Bogenschützen. Bogen der Artemis. Einheiten vorstoßen. Pikeniere. Einheiten. Einheiten vorstoßen. Peter Bogenschützen. Marschiert. Einheiten. Fehler willkommen. Unsere Soldaten haben. Wir haben da auch schon ganz schön was weggesnipert. Jetzt müssen Sie sie niederrammen. Ist das eine Gießerei oder eine Schmiede? Das feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambock cool. Hat gute Arbeit geleistet. Heute lächeln die Götter uns zu. Die Mauern sind durchbrochen. Na, so gehört's und unsere Truppen sollten vorstoßen. Machen wir das auch? Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Pikenier Phalanx. Phalanx Pikeniere. Nach vorn. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Na. Heute lächeln die Götter uns zu. Die Mauern sind durchbrochen und unsere Truppen sollten vorstoßen. Dann sollten wir das wirklich so machen. Wir haben noch echt viel Munition, muss ich sagen. Aber ich glaube, die da treffen wir nicht so gut von der Straße da aus. Das ist die schmalste Formation, die wir haben. Und dann nehmen wir die doch auch. So, als erstes gehen wir mal hier hoch. Eine Einheit, die stellen wir mal hier hin und machen hier die Straße dicht. Ich versuche mal mit den Bogenschützen von da drüben aus zu schießen.
Marschiert! Männer von Kreta! Na, das sind ein paar Speere, hä? Pikenier Phalanx. Marschiert! Pikeniere! Marschiert! Phalanx, Pikeniere! Marschiert! Ich muss mal gucken hier. Aktivieren wir mal gerade die Brandpfeile, damit ich sehe, wo die landen. Die schießen keinen einzigen Pfeil ab, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich blöd. Dann lauft mal hier runter. Pikenier Phalanx. Marschiert. Pikenier Phalanx. Vorwärts. Pikeniere. Nach vorn. Bogenschützen von Kreta. Vorwärts. Bogenschützen. Marschiert. Bogenschützen. Ja, dann, ja, komm, dann nehmen wir mal die zwei hier. Ja, das muss doch gehen, ne? Benutze mal Feuerpfeile. Auch die schießen irgendwie gegen die Hauswand. Das ist echt merkwürdig gerade, aber dass sie halt so, dass sie auch gar keine Pfeile benutzen, das ist irgendwie strange. Ja, dann machen wir es halt doch ganz klassisch. Der General wurde getötet und nun lernen seine Männer das Fürchten. Mhm. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verschieben. Ja, ich glaube, noch stärker ging es ja jetzt auch gar nicht mehr. Ja, die Verluste hier, die sind mir jetzt egal. Wir haben ja eh genug Nachschubtruppen noch dabei, aber haben wir eine Erfahrung gekriegt? Ja, die Kreta Bogenschützen. Gut, alles klar. Und dann haben wir eine weitere Stadt erobert. Wir haben gesiegt! Da können aber nicht viele Leute drin hausen, ne? Wir machen mal Siedlung besetzen. Ich werde es wahrscheinlich gleich wieder bereuen, aber erstmal reißen wir mal hier diesen Schrein des Tanit ab. Bauen hier so einen schönen Schrein des Zeus hin. Der sieht doch auch viel besser aus. Reparieren wir die Mauer. Holen uns ein paar Bauern. Dann bilden wir dich mal fort. Ja, das ist in Ordnung. Wer wird hier gerade fortgebildet? Moment mal. Ja, okay, gut. Dann gehst du mal hin und baust mir so ein Türmchen hier irgendwo. Wo ich das gut sehen. Dass ich so ein bisschen das Territorium im Auge behalten kann. Hier sieht gut aus. Weiter geht es nicht, Sire. Baut einen Turm. Genau, ach, dann sind die Leute auch wieder viel zufriedener in Karalis. Schöne Sache. Bereit. So, jetzt müssen wir hier wieder Römerflotten ausknipsen. Bereit. Sind bereit. Das ist jetzt nicht so wirklich gefährlich, aber... Sind bereit.
Ich will sie trotzdem ausschalten. Sind bereit. Rammgeschwindigkeit. Neunzehn versenkt, ja, dann müsste das aber. Genau. Wir haben gesiegt! Dann greifen wir den Dezimus noch an. Bereit machen zum Angriff. Nur 9, ach Gott. Aber immerhin auch versenkt. Sieg! Und dann steuern wir den Hafen von Lilibion an und bilden die nächste Segel. Runde wieder fort. Momentan geht es nicht weiter. Sind bereit! So, wir können jetzt hier oben die Bruti angreifen, aber es ist doch deutlich überfällig, dass ich hier mal die Schiffe fortbilde. So, machen wir das mal. Sind bereit. Die Julia haben keine Truppen drauf. Er hat Truppen drauf. Ja, und hier hat er sie jetzt gelandet, ne? Weil ich da nicht mehr dran gekommen bin. Das ist doch echt zum Kotzen. Da ist er. Hauptmann Cornelius. Dann greifen wir den Admiral Herius an. Das müsste doch versenkt sein, oder? Ja. Das ist halt der Witz, ne? Uns hat halt dieser eine Bewegungspunkt gefehlt. Und das ärgert mich schon ziemlich, muss ich sagen. Das Schiff ist bereit. Dann greifen wir Admiral Secundus an. Das müsste es aber auch gewesen sein hier. Jawohl. Das Meer gehört uns. Sind bereit. Dann greifen wir hier die julische Flotte an. Auch versenkt. Das Meer gehört uns. Jetzt flutscht's aber. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Das Doofe ist halt, dass er seine Truppen dort landen konnte. Das gefällt mir halt nicht. Das Schiff ist bereit. Wir laufen den Hafen von Thermon an. Wir werden hier unsere Flotte fortbilden. Das Schiff ist bereit. Und ich glaube, schippern weiter hier weiter Richtung Süden. Das ist jetzt die Frage, ob wir uns zuerst um die Überreste Karthagos kümmern. Das Schiff ist bereit. Oder um die Apenninhalbinsel. Der Quintus hat nicht so viel Zeug dabei. Dann machen wir erstmal Spurius platt. Da haben wir, glaube ich, kein einziges Schiff verloren, ne? Okay. Das bleibt auch in Sichtweite, uns. Gut. Admiral Markus. Rammgeschwindigkeit. Okay. Der versucht nach Norden abzuhauen, ja. Kommen jetzt leider nicht mehr an in die Reichweite eines Hafens. Sind bereit. Wir müssen hier das Gebiet sichern. Wir blockieren den Hafen von Karthago. Ich glaube, da sind wir dann relativ zentral. Wir müssen mal gucken, was er hier macht. Okay. Wir holen uns noch eine Einheit Phalanx-Pikiniere. Und dann werde ich das Let's Play jetzt an der Stelle mal beenden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir weiter gegen die Römer kämpfen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.